das ist nicht die neue Eisbucket-Challenge, sondern wir brauchen eiskaltes Wasser und heißes Wasser, um der Flasche eine Art Wechselbad zu ermöglichen, damit das Glas dann nach dem Anritzen springt. Mit unserem selbstgebauten Flaschenschneider ritzen wir jetzt die Oberfläche des Glases an der Stelle ein, wo die Flasche später reißen soll. Ganz wichtig ist, nicht mehr als eine Umdrehung zu verfahren. Und jetzt bekommt die Flasche ihr wohlverdientes Wechselbad. Der Temperaturunterschied bewirkt, dass Spannungen im Glas entstehen und die Flasche an der definierten Stelle reißt. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr euch genügend Zeit nehmt, denn jedes Glas ist unterschiedlich und es kann sein, dass ihr es ein paar Mal versuchen müsst, bis dann die Flasche in zwei Hälften geteilt ist. Sollte das Glas dennoch nicht perfekt gerissen sein, so kann man mit einer Flachzange vorsichtig die überstehenden Reste abbrechen. So, jetzt habe ich ein paar sehr schöne Ergebnisse erzielt, allerdings auch ein paar sehr schlechte. Auffällig ist, dass da das Glas überhaupt nicht gleichmäßig ist, das heißt, es reißt an einer Stelle schneller als an der anderen. Macht nichts, Flaschen sind zum Glück umsonst. In der Kneipe nebendran fragt ihr einfach danach und ihr kriegt neue, also weg damit. Mit dem Schneiden alleine ist es leider nicht getan, denn danach sind die Kanten sehr, sehr scharf. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch schleifen und wer möchte polieren, dann erhalten wir wieder einen sicheren Glasrand und vor allem einen schönen dazu. Um die Bruchkante des Glases erst einmal plan zu schleifen, verwende ich einen Diamantschleifklotz mit der Körnung 120, mit dem man die Unebenheiten recht schnell beseitigen kann. Und wenn das Ganze jetzt eine schöne ebene Fläche hat, können wir anfangen, mit dem ersten Schleifpapier zu arbeiten. Ich beginne mit 180er Körnung. Ganz wichtig, es muss ein wasserfestes Schleifpapier sein, sonst löst es sich beim Schleifen auf. Denn Glas schleift man immer nass. Dazu einfach aufsetzen und schleifen. Die Kanten müssen natürlich auch geschliffen werden. Dazu schleift ihr euch einfach eine Phase oder einen Radius an, bis wirklich alle Unebenheiten beseitigt sind und dann könnt ihr zur nächsten Körnung wechseln. Und wer möchte, kann jetzt schon aufhören, denn ein matter Glasrand ist ebenso sehr schön. Ansonsten müsst ihr einfach mit der nächsten Körnung weitermachen. Und wer möchte, kann das Ganze jetzt auch noch aufpolieren. Dafür gibt es spezielle Polieraufsätze für den Multischleifer. Ich habe hier einen aus dem Goldschmiedebereich, der hat die Diamantpolierpaste schon mit integriert. Das heißt, ich spare mir das Auftragen und poliere es wieder ab. Da ist alles dabei und los geht's. Zur Belohnung gibt es jetzt den ersten Tropfen aus dem ersten selbstgemachten Glas. Prost! Mmh. Wunderbar! Servus!